Seit Heinrich, erst 18-jährig, den Thron bestiegen hat, schwärmt das englische Volk von ihm. Der junge Heinrich hat die Aura eines Popstars. Begehrt von den Frauen, gestützt von cleveren Beratern, Heinrich liebt es, sich als wahrer Ritter in Szene zu setzen. Sein Volk und seine Königin sind stolz auf ihn. In den ersten Jahren seiner Herrschaft nimmt sich Heinrich wenig Zeit zum Regieren. Stattdessen führt er ein prächtiges, zügelloses Leben. Seine Königin Katharina berichtet an ihren Vater, den spanischen König, das Leben am Hofe ist ein immerwährendes Fest. Heinrich überrascht seine Hofgesellschaft mit immer neuen Inszenierungen. Er liebt das italienische Maskenspiel, das man in England noch nie zuvor gesehen hatte. Die tiefreligiöse Katharina nimmt die Streiche ihres 6 Jahre jüngeren Ehemanns mit Humor. Doch nach vielen Jahren einträchtiger Ehe geschieht etwas, das nicht nur Ehe und Königreich, sondern ganz Europa in eine Krise stürzen wird. Heinrich verliebt sich in die Hofdame Anne Boleyn. Und es scheint nicht nur Schwärmerei zu sein, sondern bitterer Ernst. England stehen unruhige Zeiten bevor. Seit 17 Jahren ist Katharina nun englische Königin. Aber sie hat Heinrich nur eine Tochter und keinen Sohn geschenkt. Ohne männlichen Thronfolger ist die Tudor-Dynastie in Gefahr. Könnte ihr das zum Verhängnis werden? Die Dynastie des Hauses Tudor ist noch jung. Erst vor gerade 40 Jahren hatte Heinrichs Vater, Heinrich VII., den Rosenkrieg um die Herrschaft in England für sich entschieden. Heinrich VIII. Will die Dynastie sichern. Wie hätte er das besser tun können, als durch eine Ehe mit Katharina von Aragon, der Tochter von König Ferdinand und Königin Isabella von Spanien, den Mächtigen Europas? Wenn Katharina ihm auch noch einen männlichen Erben schenken würde, umso besser. Das würde die Tudor-Dynastie für die nächste Generation sichern. Heinrich ist jetzt Mitte 30. Nach wie vor verbringt er die meiste Zeit auf der Jagd. Er ist ein so leidenschaftlicher Jäger, dass er manchen Eber oder Hirsch einen ganzen Tag lang verfolgt. Die Regierungsgeschäfte überlässt er zum Großteil seinen engsten Beratern. Barclay Castle im Westen Englands. Einer der vielen Orte, an denen Heinrich seiner Jagdleidenschaft nachging. Seit fast einem Jahrtausend bewohnen die Barclays das mittelalterliche Schloss. Im Schlossarchiv lagern bis heute Dokumente von unschätzbarem Wert. Tapfer versucht der Archivar, Mr. Smith, der Menge der Dokumente Herr zu werden. Die besonderen Kostbarkeiten aber hat er sofort zur Hand. Briefe Heinrichs VIII. An die Barclay-Familie. Hier haben wir eine Anordnung von König Heinrich VIII. Er hat sie persönlich unterschrieben. Sie ist an Lord Thomas Barclay gerichtet, seinen Verwalter auf Schloss Barclay. Heinrich bittet ihn, die Zäune um den Wildpark zu verstärken und verlangt außerdem, den Wildpark beträchtlich zu erweitern. Einer der 3 schon im Mittelalter angelegten Wildparks der Barclays, in denen Heinrich gejagt hat, ist noch erhalten. Noch heute wird dort und auf anderen Ländereien der Barclays die berühmte Barclay-Jagd veranstaltet, zu der Jagdbegeisterte aus der ganzen Grafschaft Hereford und Worcester anreisen. Allerdings nur 2-mal wöchentlich und nicht fast täglich, wie bei König Heinrich. Es ist ein Rätsel, wie Heinrich neben den ständigen Jagden noch sein Land regieren konnte. Natürlich hatte er hervorragende Berater, die die alltäglichen Regierungsaufgaben übernahmen.
aber er blieb trotzdem der erste Mann im Staat. Nur sorgte er eben dafür, dass er nicht nur seiner Arbeit, sondern auch seinen Leidenschaften nachging, und zwar in vielen Bereichen. Heinrichs größte Leidenschaft im Jahr 1526, die gerade 20-jährige Anne Boleyn. Nur ein einziges Mal in seinem Leben ist der für seine Schreibfaulheit berüchtigte König so entflammt, dass er eigenhändig Liebesbriefe schreibt. Er bittet sie, ihn zu erhören. Er zählt die Stunden bis zum Wiedersehen und er bietet ihr seine Liebesdienste an. Ich muss unbedingt Antwort erhalten, da ich vor mehr als einem Jahr vom Pfeil der Liebe getroffen wurde und nicht weiß, ob ich gescheitert bin oder einen Platz in eurem Herzen gefunden habe. Schon bald erhält die Angebetete nicht mehr nur Briefe, sondern auch selbsterlegtes Wild. Da meine Allerliebste abwesend ist, kann ich ihr wenigstens etwas Fleisch senden, das stellvertretend für mich steht. An meinem, so wage ich zu prophezeien, werdet ihr euch bald, so Gott will, erfreuen. Ich wünschte mir, es wäre schon jetzt. Anne ist geschmeichelt, aber sie hält den König hin. 17 von Heinrichs Liebesbriefen an Anne sind überliefert. Spannend zu sehen, wie Heinrichs höfisches Werben allmählich in Leidenschaft umschlägt. Fleht er anfangs noch auf Französisch, der Sprache der höfischen Liebe, um Antwort, bedrängt er bald die Geliebte ganz direkt auf Englisch. Ich wünsche mich, besonders am Abend, in die Arme meines Schatzes, dessen hübsche Brüste ich bald zu küssen hoffe, schreibt der König Henry Rex. Doch alle Küsse bleiben Fantasie. Schon nach den ersten Annäherungsversuchen des Königs hat sich Anne vom Hof zurückgezogen und weigert sich, seine Geliebte zu werden. Anne Boleyn, Tochter aus niederem Adel, ist durch ihre Erziehung am französischen Hof zu einer weltläufigen jungen Frau geworden. Mit ihrem kultivierten Charme bezaubert sie ihre Umgebung. Anne pokert hoch. Sie will nicht, wie andere vor ihr, vorübergehende Geliebte sein, um dann gegen eine neue Favoritin ausgetauscht zu werden. Heinrichs Werben bleibt vergeblich. Anne Boleyn will mehr. Sie will Königin werden. Im König reift der Plan einer Trennung von Katharina heran. Ein gefährliches Unterfangen, meinen seine Berater, denn Katharina ist verwandt mit dem mächtigsten Mann Europas, Karl V., König von Spanien und Kaiser des Deutschen Reiches. England kann sich nicht leisten, es sich mit ihm zu verderben. Heinrich hält dagegen, Kaiser Karl wird doch nicht wegen Katharina in den Krieg ziehen. Und selbst wenn, was zählt, ist seine Liebe. Heinrich wird auf Karl keine Rücksicht nehmen und seine Scheidung von Katharina betreiben. Dabei verlässt er sich auf seinen Lordkanzler, Kardinal Wolsey. Wolsey hat sich vom Fleischersohn zum wichtigsten Berater des Königs emporgearbeitet. Er ist der Architekt der englischen Außenpolitik. Manche nennen ihn auch den wahren König Englands. England hat beim Regierungsantritt Heinrichs nur 2,3 Millionen Einwohner. Franz I. von Frankreich dagegen herrscht über 15 Millionen Menschen. Karl V. ist nicht nur König von Spanien, sondern auch Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation. Er hat 25 Millionen Untertanen. Verglichen mit seiner militärischen Stärke sind Frankreich und England relativ machtlos. Heinrichs Kriegserfolge sind gering. Zwar kämpfen seine Truppen immer wieder gegen die Franzosen, meist aber sind es kleinere Gefechte, durch die die Engländer einige nordfranzösische Städte einnehmen und die meist mit Friedensverhandlungen beendet werden. Einmal allerdings sollte der französische König in großem Stil zurückschlagen. Mit einer Flotte, größer als die spanische Armada, unternimmt er einen Angriff auf England. Auch wenn die Franzosen in dieser Schlacht geschlagen werden, die Engländer verlieren den Stolz ihrer noch kleinen Navy, das Flaggschiff.
Innerhalb weniger Minuten versinkt es samt 500 Mann Besatzung und 150 Kanonen in den Fluten. Es war Heinrichs Lieblingsschiff, die Mary Rose. 11. Oktober 2005. Ein Sensationsfund wird geborgen. 460 Jahre hat der 6,5 Meter lange Anker der Mary Rose vor der Küste von Portsmouth auf dem Meeresgrund gelegen. Das letzte Teil im Puzzle zur Rekonstruktion des gigantischen Renaissance-Schiffes, dessen Bergung vor 23 Jahren begonnen hat. Für die Restaurierung des 45 Meter langen Schiffes hat man eigens eine Halle in den Docks von Portsmouth errichtet. Die Computerrekonstruktion gibt einen Eindruck von der innovativen Bauweise von Heinrichs Flaggschiff. Heinrich war klar, dass sich die Zukunft Englands auf dem Meer entscheiden würde. Deshalb forcierte er den Ausbau der Navy. Am Anfang seiner Regierungszeit gab es nur 3 Kriegsschiffe, am Ende waren es 70. Heinrich ist der Begründer der Royal Navy. Als er an die Macht kam, ließ er gleich 2 Schiffe bauen, beide revolutionäre Kriegsschiffe. Eines von ihnen war die Mary Rose. Ihre spezielle Bauweise erlaubte den Einbau von Geschützluken. Dadurch konnte man größere Kanonen weiter unten im Schiff unterbringen und die Anzahl der Kanonen auf beiden Seiten erhöhen. Diese Innovation ermöglichte den Einsatz neuer Taktiken und Strategien, durch die die Marine in den nächsten 300 Jahren immer stärker wurde. Nicht nur die Kriegspolitik Heinrichs, sondern auch seine Heiratspläne, die zunächst nur Privatsache zu sein schienen, sollten das Schicksal Englands bestimmen. Im Frühjahr 1527 steht Kardinal Wolsey die schwierigste Mission seines Lebens bevor. Heinrich will Königin Katharina loswerden, um Anne Boleyn heiraten zu können. Wolsey soll beim Papst durchsetzen, dass Heinrichs Ehe mit Katharina für nichtig erklärt wird. Es geht dem König nicht um eine bestimmte Dame, schreibt er an den Papst, sondern einzig darum, seinen Untertanen einen männlichen Erben zu schenken und so Bürgerkrieg im Land zu verhindern. Ständig sind englische Boten auf dem Weg zu Papst Clemens in Rom unterwegs. Clemens steht vor einem Konflikt, für den es keine Lösung gibt. Annulliert er die Ehe, legt er sich mit Katharinas Neffen, Kaiser Karl, an. Verbietet er jedoch die Neuverheiratung Heinrichs, droht dieser, sich von Rom loszusagen. Heinrichs sogenannte Geheimaffäre bleibt nicht lange geheim. Katharina hat inzwischen heimlich Boten nach Spanien entsandt, um ihren Neffen Kaiser Karl von den Vorgängen in England zu unterrichten. Karl ist wütend und bedroht den Papst. Er lässt ihm mitteilen, dass er ihn einsperren und die Macht des Papsttums zerschlagen würde, wenn er Heinrich die Scheidung von Katharina genehmigt. So wird eine eigentlich private Affäre des englischen Königs in kürzester Zeit zu der Kernfrage europäischer Machtpolitik. Nach einem Jahr schwieriger Verhandlungen ist es endlich soweit. Clemens erteilt Wolsey die Vollmacht, Heinrichs Scheidungsprozess in die Wege zu leiten. Als seinen Botschafter entsendet er Kardinal Campeggio nach England. Er soll für die Unbefangenheit des Gerichts sorgen. Am 31. Mai 1529 eröffnen Campeggio und Wolsey die Verhandlungen in der Nähe von London. Jetzt, so hofft Anne, ist der Weg zur Krone nicht mehr weit. Doch sie hat die Rechnung ohne Katharina gemacht. Bestärkt von dem ihr treu ergebenen englischen Volk erscheint die stolze Spanierin am 18. Juni im Gerichtssaal. Sie geht auf die Knie vor dem Mann, mit dem sie 20 Jahre verheiratet war. Und sie hält eine Rede, die niemand vergessen sollte. Seit mehr als 20 Jahren bin ich Ihnen eine treue Gemahlin gewesen. Durch mich haben Sie mehrere Kinder gehabt, wenngleich es auch Gott gefallen hat, Sie von dieser Welt zu rufen, was nicht meine Schuld war. Als Sie mir das erste Mal beiwohnten, war ich noch Jungfrau. Gott ist mein Zeuge. Ob ich die Wahrheit spreche, mag euer Gewissen entscheiden. Ich bitte Sie inständig, ersparen Sie mir die Demütigung durch dieses Gericht.
Katharina erkennt das Gericht nicht an und fordert die Verlagerung des Prozesses nach Rom. Das ist das vorläufige Ende von Heinrichs Winkelzügen. Campeggio lehnt ab, unter diesen Bedingungen weiterzuverhandeln. Der wütende Heinrich macht Wolsey für das Scheitern des Prozesses verantwortlich. Katharina hat gewonnen. Fürs Erste jedenfalls. Heinrich ist vor den Augen der Welt gedemütigt worden. 3 Jahre wartet er nun schon auf Anne Boleyn. 39 ist er mittlerweile und hat immer noch keinen Sohn. Liegt über seiner Ehe nicht ein Fluch? Auch wenn Katharina geschworen hatte, bei ihrer Verheiratung noch Jungfrau gewesen zu sein, sie war ein halbes Jahr mit seinem Bruder Arthur verheiratet, bevor der starb. Und steht da nicht im 3. Buch Mose, es ist eine Sünde, die Witwe seines Bruders zu heiraten? Ließe sich dadurch nicht die Ehe mit Katharina für ungültig erklären? Doch gibt es noch eine andere Bibelstelle, die sagt, heirate die Frau deines Bruders, wenn dieser stirbt. Mit Argumenten aus der Bibel kann Heinrich den Papst nicht schlagen. Deshalb verlegt er sich auf Drohungen. Sollte er seinen Willen nicht bekommen, sei er entschlossen, die Kirche Englands von Rom abzuspalten. Was soll Clemens tun? Er fürchtet, Heinrich könnte seine Drohungen wahrmachen. Aber gibt er Heinrich nach, droht Kaiser Karl, Rom einzunehmen und ihn abzusetzen. Clemens kann nicht nachgeben. War das Scheitern des Prozesses für Heinrich eine Niederlage? Für einen ist sie eine Katastrophe. Kardinal Wolsey. 17 Jahre hatte er die Regierungsgeschäfte für Heinrich geleitet, jahrelang versucht, Heinrichs Scheidung durchzusetzen. Als ihn das Entlassungsschreiben des Königs erreicht, wird seine schlimmste Befürchtung wahr. Nur weil er schon bald an einer schweren Krankheit stirbt, entgeht Wolsey dem Schicksal, als Hochverräter hingerichtet zu werden. Der neue Favorit des Königs? Der Humanist Thomas Morus. Durch seine Schriften über Theologie und Staatstheorie gilt er als der wichtigste Denker Englands. Sein berühmtestes Werk? Utopia, worin er einen idealen Staat beschreibt. Hier sollen alle Güter gleich verteilt sein und deshalb statt Krieg und Verbrechen Friede, Weisheit und Toleranz herrschen. Aber nicht das ist es, was den König dazu bewegt, Morus zum neuen Lordkanzler zu machen, sondern seine außergewöhnlichen Fähigkeiten, die er bisher als Diplomat und Jurist in den Diensten des Königs bewiesen hat. Außerdem schätzt Heinrich Morus umfassende humanistische Bildung. Gemeinsam haben die beiden Männer ihr Interesse für Bücher, theologische Streitgespräche und für die Astronomie. Morus ist dankbar für die Gunst des Königs. Er weiß aber auch, wie zerbrechlich dessen Freundschaft ist. Wenn mein Kopf ihm ein Schloss in Frankreich einbrächte, er würde ihn abschlagen, soll er einmal gesagt haben. Während Morus Kanzlerschaft beginnt eine Welle der Ketzerverfolgung. Heinrich will dadurch jeden Widerstand gegen seine Politik brechen. Unter Folter werden Geständnisse erpresst. Schweren Herzens übernimmt Morus die Verantwortung für diese Prozedur. Aber Ketzer, davon ist auch er überzeugt, dürfen nicht geschont werden. Thomas Morus' berühmtes Buch Utopia beschreibt eine ideale Welt, in der Ungläubige und Ketzer nur durch Argumente zum katholischen Glauben bekehrt werden. Trotzdem billigt Morus das Mittel der Folter für seine Religionspolitik. Das klingt schizophren für unsere Zeit. Doch im damaligen England war die Folter in einigen Fällen noch Teil des Strafprozessverfahrens. Mächtig im ganzen Land, ohnmächtig im Privaten. Immer noch wartet Heinrich auf Anne. Seine Geduld ist am Ende. Inzwischen hat er schon 6 Jahre vorsichtig taktiert, immer neue Pläne ersonnen, um die Scheidung von Katharina im Einklang mit der Kirche zu erreichen. Vergeblich. Jetzt will er Tatsachen schaffen. Die Königin wird vom Hof verbannt.
Sie muss ihren Schmuck an ihre Nachfolgerin abgeben. Eine Vertraute berichtet, sie sei über Nacht um Jahre gealtert. Von diesem Tag an muss Katharina in strenger Isolation in einem Schloss weit ab von London leben. Sie wird Heinrich nie wiedersehen. Schnell sind die Anhänger Katharinas und der Papst über Heinrichs Willkürakt informiert. Werden sie sich mit ihrer Entmachtung abfinden? Anne ist nach 6 Jahren Taktierens am Ziel ihrer Wünsche. Jetzt gibt sie sich dem König hin, denn sie kann sicher sein, er wird sie zu seiner Königin machen. Mit oder ohne Zustimmung des Papstes, das ist Heinrich inzwischen egal. Seine Favoritin wird schon bald schwanger. Endlich bekommt er seinen Thronfolger. Mit 40 fühlt sich Heinrich jung wie nie zuvor. Die Liebe gibt ihm Kraft. Er reitet viel und spielt leidenschaftlich Tennis. Ein Spiel, bei dem er den Höflingen seine Überlegenheit demonstrieren kann. Henry VIII promoted real tennis enormously. Heinrich VIII. Hat einen wahren Tennis-Boom ausgelöst. Er war es, der Real Tennis in England zur Mode machte, weil er ein großer Sportfan war. Fast jeden Tag seines Lebens hat er Tennis gespielt. Plötzlich war es in, Tennis zu spielen. Jeder Höfling wollte der Beste sein. Im ganzen Land wurden Hallen für die Tennisbegeisterten gebaut. Auch in Hampton Court lässt Heinrich eine Tennishalle bauen. Es ist die älteste Ballspielhalle der Welt, die noch in Betrieb ist. Hier wird das klassische Real oder Royal Tennis gespielt, das in seiner Kompliziertheit, abgesehen von der Punktzählweise, wenig mit dem Wimbledon-Tennis von heute gemein hat. Nur eine eingeschworene Gemeinde versteht die Regeln dieses Spiels. Das Modespiel zu Zeiten Heinrichs. Die Schläger, die Heinrich benutzt hat, haben etwa so ausgesehen. Relativ schwer und plump im Vergleich zu heute. Die Bälle, die benutzt wurden, waren aus Leder und mit Menschenhaar gestopft. Sie sind viel leichter als die heutigen Bälle. Inzwischen ist klar geworden, Anne wird bald ein Kind zur Welt bringen. Um es als rechtmäßigen Thronfolger zu installieren, muss Heinrichs Ehe mit Anne legalisiert werden. Das geht nur durch eine Trennung von Rom und die Verabschiedung von Gesetzen, die Heinrich zum Oberhaupt der Kirche Englands und damit zum obersten Richter machen. Eine unabhängige Staatskirche Englands? Eine Revolution. Die Mitglieder des Rats sind besorgt. Sollen sie einem Gesetz zustimmen, das dem König in jedem Verfahren das letzte Wort lässt? Sich mit den englischen Geistlichen anlegen, mit dem Papst und Kaiser Karl, der schon mit Kriegsabsichten Richtung England blickt? Heinrich duldet keinen Widerspruch. Die Gesetze werden verabschiedet. Der Papst ist entmachtet. Jetzt ist Heinrich Oberhaupt der Kirche in England und damit Begründer der anglikanischen Kirche. Endlich kann die Ehe mit Katharina annulliert und Anne zur Königin gekrönt werden. Mit einem aber hatte Heinrich nicht gerechnet, dass Morus es wagen würde, sich ihm entgegenzustellen. Er weigert sich, Heinrich als Oberhaupt der Kirche anzuerkennen und tritt von seinem Amt zurück. Es gibt Fälle, in denen ich nicht dem König Gehorsam schulde, sondern Gott. Im November 1533 richtet sich alle Aufmerksamkeit auf die Vorgänge im königlichen Palast. Die Königin hat ein gesundes Kind zur Welt gebracht. Nur ist es leider kein Junge, sondern ein Mädchen. Anne ist verzweifelt. Sie kann nicht ahnen, dass ihre Tochter Elisabeth einst die größte Königin Englands sein wird. Heinrich kann es nicht erwarten, seinen Thronfolger in Augenschein zu nehmen. Doch was erwartet ihn? Eine Tochter. Er kann seine Enttäuschung nicht verbergen. Seinen Feinden wird die Geburt einer Tochter als Gottesurteil gegen seine Politik der letzten Jahre gelten. Was für eine Schmach. Er bringt es nicht einmal über sich, zur Taufe seiner Tochter zu erscheinen.
Wie sehr man davon überzeugt war, dass ein Prinz geboren würde, zeigt ein Rundschreiben, das anlässlich der Geburt vorbereitet worden war. Das genaue Datum des Ereignisses ist noch offen gelassen. Dass ein Sohn erwartet wurde, stand allerdings fest. Denn hinter dem Wort Prinz war keine Lücke gelassen für das S, das man nachträglich einfügen musste. Denn das Kind war nun mal kein Prinz, sondern eine Prinzessin. In Rom wird die Akte Heinrich nach 7 Jahren geschlossen. Das endgültige Urteil des päpstlichen Gerichts, die Ehe des englischen Königs mit Katharina, bleibt gültig. Ein Sieg für den Papst und Katharina. Doch für Heinrich gibt es kein Zurück mehr. Anne bleibt seine Königin und er wird Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Darauf lässt er jeden über 14 einen Schwur leisten, den Suprematseid. Morus lehnt das ab. Deshalb wird er zum Hochverräter erklärt und im Tower eingekerkert. Obwohl er seine Frau und 4 Kinder in großer Unsicherheit zurücklässt, entschließt sich Morus, seinem Gewissen zu folgen, das ihm als Katholik unmöglich macht, Heinrich über den Papst zu stellen. Mehrfach wird er von seiner Familie und den Richtern gedrängt, doch noch den Schwur zu leisten, der ihm das Leben retten könnte. Doch in vollem Bewusstsein, als Märtyrer für seinen Glauben zu sterben, erwartet Morus sein Ende. Ich habe mehr Angst vor Schmerz und Tod, als es sich für einen gläubigen Christen gehört, schreibt er aus seiner Gefängniszelle. 6. Juli 1535. Nach 1 Jahr Haft im Tower wird Morus zu seiner Hinrichtung abgeholt. Sein Kopf wird auf einem Pfahl auf der London Bridge ausgestellt. Was Morus zu einer fast mythischen Figur macht, ist neben seinen außergewöhnlichen politischen und schriftstellerischen und philosophischen Fähigkeiten jene unglaubliche und beispiellose moralische Integrität, mit der er angesichts politischer Entscheidungen Heinrichs VIII., die er nicht mittragen kann, auf alles verzichtet und er hätte alles haben können. Die Hinrichtung von Morus ist der Auftakt zu der radikalsten Maßnahme Heinrichs VIII., der Enteignung der Kirchen und Klöster. Alle Klöster werden aufgelöst, Mönche und Nonnen vertrieben. Die Zerstörung der Klöster zieht sich über Jahre hin. Dabei kommt es zu schrecklichen Exzessen. 1540 ist das letzte Ordenshaus Englands geschlossen. Heinrich hat sich Geld und Land der Klöster angeeignet, damit die Staatskasse saniert und sich durch großzügige Geschenke die Treue der Adelsfamilien gesichert. Nichts aber kann die jahrhundertealte Architektur und die Kunstschätze ersetzen, die zerstört sind. Aus einem kurzfristigen finanziellen Gewinn wird ein ewiger Verlust. Heinrich scheint auf dem Gipfel seiner Macht. Der Klerus ist entmachtet, er selbst absoluter Herrscher, der die Verwaltung des Landes zentralisiert und seine Feinde zum Schweigen gebracht hat. Doch zugleich erschüttert eine Reihe von Schicksalsschlägen das Leben des Königs. Heinrich stürzt schwer. 2 Stunden liegt er im Koma, man fürchtet um sein Leben. Sechs Tage später erleidet Anne eine Fehlgeburt. Das Kind wäre ein Junge gewesen. Dieses zweite Versagen, einen gesunden Jungen zu gebären, ist eine Katastrophe für Anne. Mit einem Mal begreift sie, wie gefährlich es ist, Gemahlin Heinrichs VIII. Zu sein. Am ganzen Hof ahnt man, dass Annes Stern am Sinken ist. Eine Lauscherin berichtet, der König habe Anne angefahren, es liegt in meiner Hand, dich in einem Augenblick tiefer zu erniedrigen, als ich dich erhoben habe. Heinrich umwirbt bereits eine neue Favoritin, Jane Seymour. Es verbreitet sich das Gerücht, dass der König Ungeheuerliches plant, sich erneut scheiden zu lassen. Er sucht nur noch nach einem Vorwand, Anne loszuwerden. Und in der Tat.
Am 2. Mai 1536 wird bekannt, dass Anne verhaftet und im Tower eingekerkert ist. Heinrich hatte eine Untersuchung über seine Frau angeordnet. Schon wenige Tage später wird der Lieblingsmusiker der Königin verhaftet und gesteht unter Folter, mit ihr Ehebruch begangen zu haben. 19. Mai 1536. Der Tag der Hinrichtung ist gekommen. Anne, des mehrfachen Ehebruchs, Inzests und versuchten Giftmords an Heinrich und Katharina angeklagt, geht gefasst in den Tod. Auf die Verdammnis ihrer Seele hatte sie in ihrer letzten Beichte beteuert, Heinrich nicht untreu gewesen zu sein. Auch wenn er nicht anwesend war, um eines hatte sich der König noch gekümmert: dass ein Scharfrichter Anne mit dem Richtschwert statt mit dem Beil hinrichten sollte. Diese besondere Ehre wollte er seiner Königin noch gewähren. Die Rede, die Anne hielt, beeindruckte die eben noch johlende Menge. Ich will niemanden anklagen oder darüber sprechen, warum ich angeklagt wurde und zum Sterben verurteilt bin. Gott schütze den König. Möge er noch lange über euch herrschen. Denn einen so sanftmütigen und nachsichtigen König wie ihn gab es noch nie. Mir war er stets ein guter, freundlicher und gnädiger Herr. Jesus, zu dir befehle ich meine Seele. Lord Jesus, receive my soul. Der Legende nach soll Heinrich zur Zeit von Annes Hinrichtung Tennis gespielt haben. Heinrich hat Anne wirklich geliebt. Dafür spricht der ungeheure Aufwand, den er getrieben hat, um diese Beziehung zu realisieren. Er hat ja die ganze Welt brüskiert, den Papst brüskiert, das Parlament brüskiert und so weiter. Am Ende aber, vor allem nachdem die erhoffte Thronfolge, der erhoffte männliche Thronfolger ausblieb und andere Dinge auch passierten, die eine gewisse Entfremdung in der Beziehung erkennbar werden ließen, blieb offenkundig nur noch Hass. Und ein Schauprozess, der dazu diente, sie vor aller Welt zu diskreditieren, während er bereits mit einer ganz anderen Frau feierte. Schon lange ist nicht mehr so viel gefeiert worden wie vor und nach Annes Hinrichtung. In den Küchen im königlichen Palast wird auf Hochtouren gearbeitet. Heinrich will sich amüsieren mit Jane Seymour, die er nur einen Tag nach Annes Hinrichtung geheiratet hat. Der König scheint wie im Rausch. Mit orgiastischen Festen und kulinarischen Genüssen betäubt er jede Regung von Reue. Niemand soll glauben, dass Annes Sturz eine Niederlage für ihn ist oder einen Wechsel seiner Politik bedeutet. Der Tod von Anne scheint ihn nicht zu berühren. Er feiert seine neue Liebe. Bei Hof ist man entsetzt über die Exzesse des Königs und seine Gleichgültigkeit. Doch das große Drama in Heinrichs Leben bleibt bestehen, auch wenn er der bisher mächtigste König Englands ist, wenn es ihm jetzt nicht gelingt, mit seiner dritten Frau einen Thronfolger zu zeugen, waren aus seiner Sicht alle seine politischen Erfolge vergebens. Seine Versagensängste kompensiert Heinrich durch eine immer brutalere Politik. Seine Untertanen werden überwacht und drangsaliert, tausende Ketzer hingerichtet. Nichts erinnert mehr an die gloriose Zeit, in der das englische Volk seinem jungen König zujubelte und sich nach den Kriegswirren der Vergangenheit Hoffnung auf einen langen Frieden machte. Heinrich ist fast 50.
Jetzt, so scheint es, ist er am Ziel seiner Wünsche. Seine dritte Frau, Jane Seymour, schenkt ihm endlich den lang ersehnten Erben. Aber zu welchem Preis? Jane ist von der Geburt so geschwächt, dass sie wenige Tage später stirbt. In Eilschreiben wird nach Frankreich und Spanien berichtet, unser Prinz ist wohlauf und saugt kräftig, ganz wie es sich für sein Alter gehört. Heinrich und der ganze Hof sind glücklich über die Geburt von Prinz Edward. Die Tudor-Dynastie scheint gesichert, doch er selbst ist bereits von einer schweren Krankheit gezeichnet. Nach dem Tod von Jane Seymour veränderte sich Heinrich VIII. Massiv. Man muss sich nur die Porträts aus dieser Zeit ansehen. Heinrich sieht fett und aufgedunsen aus. Er isst maßlos. Sein Wein- und Bierkonsum ist enorm. Dazu wird er zunehmend paranoid, wild und unberechenbar. Er verurteilt Menschen ohne ersichtlichen Grund zum Tode. Sein Gesundheitszustand hält ihn aber nicht davon ab, noch dreimal zu heiraten. Aber alle Ehen enden im Desaster. Seine vierte Ehe wird annulliert, sie wird nicht mal vollzogen. Heinrich findet seine deutsche Frau zu hässlich. Seine fünfte Frau wird wegen Ehebruchs hingerichtet. Nur seine sechste Frau sollte ihn überleben. Angenehm wird es an der Seite des fetten, nach Wundfäulnis riechenden Königs nicht gewesen sein. Heinrich ist zu einem Koloss angeschwollen. Er kann sich kaum noch bewegen. Er ist den Ärzten ausgeliefert, die eine Therapie nach der anderen an ihm ausprobieren. Manch ein Arzt hat Angst vor der Launenhaftigkeit des königlichen Patienten, die ihn den Kopf kosten könnte. Apothekerrechnungen belegen, innerhalb kürzester Zeit steigen Heinrichs monatliche Ausgaben für Medikamente von 5 Pfund auf 6.300 Pfund. Ein beliebtes Allheilmittel damals war der Aderlass. Was den König am meisten quält, eine seit Jahren nicht verheilende Beinwunde, die ihm unsägliche Schmerzen bereitet. Aus dem Frauenheld Heinrich ist ein bemitleidenswerter Schwächling geworden, der sogar auf die Hilfe seiner Frau angewiesen ist. Ob Syphilis oder die Kopfverletzung von seinem Reitunfall für seine Persönlichkeitsveränderung verantwortlich waren? Inzwischen glaubt man an eine viel einfachere Ursache. Ich glaube, Heinrich VIII. Hat sich einfach zu gerne der Völlerei hingegeben, hat zu viel gefressen und gesoffen und infolgedessen wahrscheinlich im Alter sich die Zuckerkrankheit zugezogen, die dann ihrerseits zu weiteren Organschäden führt, wie zum Beispiel einer Schädigung der Nieren, sodass der Körper den Harn und die Flüssigkeit nicht mehr richtig los wird. Dadurch war er so aufgetrieben. Und in den Phasen, in denen die Zuckerspiegel im Blut besonders hoch sind, ist die Hirnleistung beeinträchtigt. Das kann diese Schwankungen seiner Gemütslagen und auch geistigen Leistungsfähigkeit erklärt haben. Im Winter 1546 verschlimmert sich Heinrichs Zustand. Fiebervisionen quälen ihn. Nur noch selten ist er bei Bewusstsein. Seine wichtigsten Berater hat er umbringen lassen. Zwei seiner sechs Ehefrauen starben auf dem Schafott. Von seinen Weggefährten ist kaum einer mehr am Leben. Hat er Reue empfunden? Heinrichs Tage sind gezählt. Er macht sein Testament. Unser Sohn Edward, heißt es darin, soll die königliche Krone und das Königreich England und Irland und unsere Anrechte auf Frankreich erhalten.
Stößt Edward etwas zu, soll erst Mary, die Tochter Katharinas, und nach deren Tod Elisabeth, die Tochter Anne Boleyns, Englands Oberhaupt werden. Heinrich kann schon nicht mehr sprechen, als sein Priester ihm die Sakramente erteilt. Er bittet den König, ihm mit Augen oder Hand ein Zeichen zu geben, dass er auf die Gnade Christi vertraut. Sehr fest soll der Sterbende die Hand des Bischofs gedrückt haben, bevor er verschied. Das Urteil der Nachwelt ist genauso widersprüchlich wie sein Leben. Die einen verachten ihn als Blut- und Fettfleck der englischen Geschichte, während ihn die anderen als einen Herrscher preisen, der England mit starker Hand zu einem Platz unter den Mächtigen Europas verhalf. Die Entwicklung zum modernen England aber sollten weder Prinz Edward noch Mary vollenden. Ironie der Geschichte: Nach deren frühem Tod wird Elisabeth, die Tochter Anne Boleyns, die Geschicke des Landes bestimmen. Die gloriose Zeit ihrer Regierung, die als elisabethanisches Zeitalter in die Geschichte einging, machte durch die Blüte ihrer Kultur, das Theater Shakespeares, durch Entdeckungen und die Herrschaft über die Ozeane England zu dem, was es bis heute ist: eine der Großmächte der Welt.